Erstmal darauf ein bisschen einstimmen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, die dies vielleicht noch werden wollen und die, die einfach nur mich unterstützen wollen. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes neues Jahr an euch alle. Rennen 21 der Racing League eSports. Vorletzte Rennen für diese Saison. Und ja, herzlich willkommen, Maido. Freut mich, dass du da bist. So. So, wie wir sehen, wieder nur 16 Fahrer im Feld heute. So, ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Servus Nerf, hey, hey, frohes Neues dir. So, die ersten drei Fahrer sind raus. Einmal haben wir Marvin, einfach Leon und AC. Wunderlich, heute in der ersten Runde gleich alle auf Softs draußen. Gut, wir fahren mal mit unserem Ferrari-Piloten Marvin mit. On board und schauen uns mal Portugal an. Frohes Neues, mein Lieber. Ja, dir auch. Hast mich jetzt auf Facebook gefunden. Achso, du meinst von der SET aus.
So, Marvin geht hiermit auf seine Hotlap. Einfach Leon ist auch auf der Hotlap und auch AZ ist auf der Hotlap. Aber egal, wir fahren jetzt die Runde hier mit Marvin mit. Schauen uns die Rundenzeit an, was er auf die Strecke bringt. So, die erste gelbe Flagge haben wir schon, allerdings nur wegen einem langsam fahrenden. So, AZ, eine 1.16.840 im Alpha. Einfach Leon, eine 1.17.694. Und wo bleibt die Zeit für Marvin stehen? Bin jetzt hier auf Startziel. Eine 1.17.658, erstmal Rang 2. So, NZE Rui Diaz, ein neuer Fahrer mit im Feld. Den kenne ich persönlich noch nicht. Vielleicht ist er in einer anderen Liga noch unterwegs gewesen bei uns. Das weiß ich allerdings nicht. Aber schauen wir mal, wo oder wie er so drauf ist. Was bringt er für eine Rundenzeit? Kann er sich für Q2 qualifizieren? Was ein Zungenbrecher. Servus Bones. Ist CFC eigentlich noch am Fahren? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, wenn aktuell in Liga 3 vielleicht oder 2. So, HSV-Fan. Ja, eine Zeit hat er auf jeden Fall schon mal abgeliefert. 1.32.732. Geht mit Sicherheit noch besser. Leclerc hat sich vor auf Platz 2 geschoben, 1.17.222. Yoda hat einen Ernst. So, Rui Diaz, eine 1.18.402, reicht aktuell für Platz 5 derzeit. Für alle, die neu im Geschäft sind hier bei Q1 scheiden 5 Fahrer aus. Natürlich, wenn man von Rang 2 oder von 20 belegten Plätzen ausgeht. Somit würde jetzt nur einer ausscheiden. Und das wird wohl Polski FIFA sein. Ja, Mann, weil die ersten drei bei uns sonst rangekommen. So, dann haben wir Savi hat eine 1.17.925. Buti eine 1.17.044. Somit. So, Rinaldus in Sektor 1 aktuell unterwegs. Harry Kane hat Sektor 2 schon fast passiert. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Den einen oder anderen habe ich ja schon gehört. Oder auch in der Silvesternacht noch geschrieben. Nicht wahr, Bones? Das weiß ich sogar noch. So betrunken war ich nicht. So, Harry Kane, eine 1.17.980, somit Position 7.
So, dann haben wir Rinaldus 1.18.676, somit Rang 10. Dynamo auf einer ungültigen Runde. Reamsy. Ah, wie sieht es bei ihm aus? Sektor 1 aktuell unterwegs. Dafür hätte ich mehr trinken sollen. Ja, ich habe auch nicht viel getrunken. Naja, alles gut. Muss auch nicht immer volltrunken sein, nicht wahr? Auch wenn man viele Sachen nur getrunken, ja. ja, genießen kann, beziehungsweise ertragen kann. Jetzt ging ausnahmsweise die Nacht auch ohne. So, Olaf versucht es hier auf Intermediate jetzt genauso wie Miguel und auch Linus. Ja, genau das. Ja, auch für euch zur Info, das sind jetzt meine letzten zwei Rennen, die ich für die Racing League Esports kommentieren werde. Na, verabschiede ich mich an dieser Stelle aus der F1-Szene vorerst. So, Linus eine 1.33.654. Dynamo eine 1.17.387. Ich habe gehört, du spielst mit mir und Nerf Gran Turismo Sport. Wie war das? Der Esel nennt sich immer zuerst, oder was? Aber wir haben uns, können wir gerne mal tun. So ist es nicht. Du warst der Erste. Ja, stimmt. Du, ich, ja, ist okay, alles gut, bleib locker. Ja, Miguel auch auf einer ungültigen Runde unterwegs. Ich will mal schauen, kurz schauen, ob irgendwelche Infos gekommen sind, ob sie jetzt vielleicht das woanders dann überspringen. Da hier, ja. Aber ja, bei uns hatte ich auch vor, sowieso, weil ich habe jetzt extra, ne, das Lenkrad so wieder angeschlossen, dass ich jederzeit auf die PS4 wechseln kann. Das Wechsellenkrad. Einfach just for fun. Ja, sowieso. Hardcore wie liegen. Dachte eher so an Frackfest.
Ja, nur auf Glückwunsch. Ich habe es gelesen bei Instagram. Freut mich für dich. Ja, muss ich aber passen. Ich habe kein Frackfest. Ich werde auch aktuell in keine Spiele mehr investieren für die PlayStation. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann kostenlos im Store. Nerf, ey, du redest so, als ob du schon zig Jahre streamst, ey. So, 1,33841 bei Miguel. Auch das sollte natürlich reichen. PS5 war es mir kostenlos. So, also hier erste Kurve in Portugal. Wohl der ein oder andere Fahrer Probleme. Naja, theoretisch seit 2014. Ja, aber praktisch, ne? Ja, ich hab festgestellt, ich habe mein zweijähriges verpasst auf Twitch, wo ich fest angefangen habe mit Streamen. Aber naja, gut. Ja gut, immer mal wieder, wenn ich das dazu zähle, habe ich glaube ich 2010 oder so angefangen. Genau, weiß ich gar nicht genau. So, aber wir werden mal auf die... Ja. Welle übergehen, die nicht mehr ganz so viel bringt, aber okay. Falscher Monitor. Servus André, einen wunderschönen guten Abend. So, wie gesagt, ich hau euch mal die Tabelle rein. Natürlich nicht. Das ist sie. So, ja, Linus, Platz 1. Ich glaube, der steht auch schon irgendwo davor. Position Weltmeister. Mit 362 Punkten. Auf Platz 2 haben wir seinen Teamkollegen Axel. Mit 284 Punkten. Booty auf Platz 3, 159 Punkte. Janni 150 auf der 4. Leclerc auf 5. Marulinski auf 6, 7 Hurricane, Olli Olaf auf der 8, AZ auf der 9 und Miguel auf 10. Also bei den unteren Rängen Platzierung kann noch was gehen. Platz 3 und 4 könnte was gehen, allerdings ist Platz Fahrer auf Position 4 nicht dabei heute. Ah, Leclerc, ja, auch der könnte noch nach oben kommen. Schauen wir mal, wie das Rennen ausgeht. So, die Konstrukteurs-WM hat ganz klar Alpine für sich entschieden mit 646 Punkten zu 295 Punkten, somit eine Differenz von 351 Zählern. Auf der 2 ist McLaren, dann auf 3 haben wir Aston Martin, auf der 4 die AMGs, auf 5 Red Bull, auf 6 Ferrari, auf 7 Williams. Auf 8 das Haas-Team, auf der 9 Alfa Romeo und auf 10 haben wir Alfa Tauri. Ja, stimmt bei uns. Wir kennen uns auch schon relativ lange, ne? Wahnsinn. So, Q1 ist in 16 Sekunden vorbei. Leon ist noch auf der Strecke. Die anderen beiden stehen in der Box. Ober 20, ja.
Ja, und ich habe im Dezember 19 habe ich angefangen, Pest zu streamen. Somit hätte ich jetzt im Dezember diesen Jahr 2021 zweijähriges gehabt. Aber ja, ich habe ein bisschen geschwindelt. Also ein Spiel investiere ich natürlich noch für die PlayStation. Und zwar ist das Gran Turismo 7. Das kommt auf jeden Fall. Du bist ein Bierfass. Ah ja. Nope, ich hatte Wein und Havanna. So, ja, HSV-Fan geht unter anderem raus. Rum, die dumm. Nerf, vielen Dank für deinen Lurk. Ich habe doch Sims gespielt und ich musste für meinen Charakter Blut saugen bei Vampir. Nerf hat sich ja, okay. So, wir bleiben auf Savi drauf. Jetzt geht es natürlich darum, die ersten 10 Plätze kommen weiter in Q3. Platz 11 bis 15 sehen wir dann im Rennen wieder. So, Savi mit einer 1, 16, 8, 4, 9. AC 1, 16, 8, 1, 7. Rinaldos ungültige Runde.
Hurricane Muff auf seiner Outlap. Ja, Dynamo auch auf einer Outlap. Naja, ja, Outlap nicht, aber out of the track. HSV-Fan hier eine 1.16.748, Linus eine 1.16.252. Wobei. Also es scheint, wird ein interessantes Rennen, vor allem der Rennstart, die erste Kurve. So, gucken wir mal, was hier Booty macht. So, während Booty jetzt hier auch seine Zeit abliefert, haben wir natürlich noch andere Zeiten gesehen. Also 1.16.605 von Booty, Olaf eine 1.16.874, Miguel 1.16.892, Rui Diaz 1.17.257, Leon 1.17.456, Hurricane auf Platz 10, gerade noch so im Q3 aktuell drin, 1.17.488. Ja, Marvin, Teamkollege von Hurricane, 1.17.649. Schrieben sie eine 1.18. Fehlen uns noch Rinaldus, Dynamo und Leclerc mit Zeiten. Leclerc ist jetzt unterwegs. Wird sich mit Sicherheit auch noch nach oben mitschieben. Ja, Leclerc eine 1.17.563, auch das reicht noch nicht für Q3. So, Dynamo jetzt in Sektor 2.
So, Dynamo 1-1, 17-1, 6-1, noch Rinaldus. So, Rinaldus 1-1, 17-8, 7-1. So, also von Harry Kane, Leclerc, Marvin, Dreamsy und Rinaldus müssen natürlich noch bessere Zeiten kommen, damit sie in Q3 dabei sein können. Rui Diaz. Nächste Hotlap hier begonnen. Also Wuti gibt sich hier mit Platz 4 zufrieden, hat, glaube ich, das Qualifying beendet, ganz normal, genau. So, Harry Kane, 4 Zehntel schneller aktuell in Sektor 1. Xavi hat auch das Rennen beendet. So, Harry Kane, 1-1, 17-2, 0-0, reicht für Platz 10. Aber natürlich, die Konkurrenz schläft hier nicht. Rui Diaz in Sektor 2, 1/10 schneller. AC, Rennen aufgegeben. So, was macht Rui Diaz? Kann er seine Zeit noch verbessern? Dynamo auf jeden Fall jetzt auf der 10.
Und Rui Diaz schiebt sich hier auf Platz Nummer 9 vor Marvin. Die Namen wieder auf 11. Hurricane auf 12 aktuell noch. Rishi, vielen lieben Dank für deinen Resub im 18. Monat, Junge. Doppeltes Twitch, Baby. Frohes neues Jahr, dir auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. So, Leclerc auf Position 2 hat auch das Qualifying erstmal verlassen. Auch ihn sehen wir in Q3 wieder. Ich kann da eigentlich mal die gelbe Flagge hier oben weggehen. Ich will wissen, wie viel Zeit noch ist. Gar keinen Bock hier, das Spiel. Ja, Rinaldos. So, 7 Sekunden, wenn ich richtig gesehen habe. Also, Qualifying. Somit beendet Q2. Dynamo hier noch mal ein Ticken schneller. Zweites Switch, Baby. Machen wir eine Fußballmannschaft. Wir kriegen wir hin. So, Linus schnellste Runde 1:16:2:15. Miguel schiebt sich hier noch auf Platz 4 nach vorne. So, Dynamo. Sektor 2. 2 Zehntel schneller. Ja, sehr gut. Und das liest man gerne, dass alles entspannt war. So, Dynamo. Wo bleibt die Zeit für ihn stehen? Danke. So. Schönes Lenkrad, doch, wunderbar. Also Dynamo hat es noch geschafft, sich auf Platz 7 vorzuschieben. Somit verabschieden wir uns von von Marvin, von Hurricane, Dreamzy, einfach Leon und Rinaldos. Einfach Leon und erinnern. Und es regnet hier in Portugal. Jetzt wird's spaßig werden. Ja, sie versuchen auf jeden Fall alle nochmal eine schnelle Runde jetzt auf Softs hinzubekommen. Also egal was, egal wie es ist, die Runde, ui. Muss halt was werden. Mehr als eine Runde haben sie hier definitiv nicht mehr.
So, Linus ist hier der Erste, der eine Zeit abliefern wird. So, Linus, eine 1.19.646, also schon mal knapp 3 Sekunden langsamer als vorhin, wo es trocken war. So, Miguel, eine AZ, eine 1.19.580, Platz 1. Miguel, 1.19.902, Leclerc, 1.20, Olaf, 1.20, Buti, 1.20.500, HSV-Fan, 1.20.550. Dynamo, 1.20.574. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus auf der Strecke. Schön nass. Ja, sowohl Rui Diaz als auch Xavi auf einer ungültigen Runde. Und ich glaube, das war es auch schon hier mit dem Q3. Ich glaube nicht, dass man hier noch eine schnellere Runde hinbekommt aktuell. Ich habe hier die Hälfte übersehen. Ja, DRS ist deaktiviert. Die Strecke ist somit zu feucht jetzt. Thank you.
So, Savi versucht es jetzt nochmal auf Intermediates. AZ hat auch auf die Inders gewechselt. Ja, Savi fängt natürlich die Runde auch wieder ungültig an. Guck mal, mein Oberländer fehlt. Oh, Olli. So, Savi hat es geschafft, auf Intermediate 1:30.698 noch hinzubringen. Allerdings denke ich mal, dass die 1:19 natürlich nicht mehr geknackt wird hier. Rui Diaz versucht hier nochmal eine Zeit hinzubringen.
Oh, geschlossen haben. So, Rui Diaz, eine 1,26744. Davi auch eine 1,26430. Zeit noch mal verbessert. Einfach Leon und Rinaldos. So, ja, Startaufstellung, Platz 1 bis 10. AZ, Linus, Miguel, Leclerc, Olaf, Guti, HSV-Fan, Dynamo, Xavi und Rui Diaz. So, wir begeben uns mal ganz kurz in die Pause, geht dann gleich wieder weiter.
So, pünktlich zur Einführungsrunde sind wir natürlich wieder am Start. So, Reifen starten alle auf Intermediates. So, in wenigen Augenblicken startet die Ampel. So. Wieso höre ich jetzt? So, der Start ist erfolgt. Bisher ist AC sehr gut weggekommen auf 2 Leclerc. Oh, da ist. Oh, jetzt hier. Da dreht sich Rui Diaz schon raus. Harry Kane auch leicht neben der Strecke gewesen. Aber ansonsten. Da dreht sich. Wo war das jetzt? Einfach Leon stand da quer. So, Buti zurückgefallen auf Platz 7 von Position 6, einen Startplatz verloren. Rui Diaz hat hier 6 Plätze aktuell verloren. Leclerc einen gut gemacht. AC und Linus Platz 1 und 2 so geblieben. Olaf hat auch seine Position behalten. So, ansonsten groß, Gott sei Dank kein Unfall passiert. So, AC schon über die Linie. So, beide Mercedes auf Platz 7 und 8. Gefolgt hier vom Alpha Tauri auf der 9.
Creamsy geht in die Box. Oder war in der Box, sagen wir es mal so. So, HSV-Fan jetzt hier an, gut dran. Startziel geht vorbei. Sichert sich somit Platz 7. Dynamo hier sehr weit rausgekommen, kann aber Platz 6 erstmal noch behalten. Aber HSV-Fan ist dran. Rui Diaz geht vorbei an Polska FIFA, Polski FIFA, so rum. So, AZ, schnellste Rennrunde mit 1:26.953. Kann sich hier auch relativ gut absetzen, beziehungsweise hält eine Sekunde Vorsprung hier vor Linus. Dann auf der 3 haben wir den Klerk. Das sah aus, als ob da einer stand. Auf Platz 3 haben wir den Klerk. Auf der 4 Miguel. Auf 5 Olaf, dann auf 6 Dynamo, HSV-Fan auf der 7, Guti auf der 8, Savi auf der 9, Marvin auf der 10, Rinaldos auf 11, Hurricane auf 12, Leon auf der 13, Rui Diaz auf Platz 14, Polski FIFA auf 15 und Twinsy auf Platz 16. So, Sektor 2 haben wir gelbe Flagge, das müsste der Polski gewesen sein.
So, neue schnellste Runde von -1,26806. Das Stückchen aufgeholt. Wo hier Olaf weit rausgekommen. Dynamo seine Chance wieder ranzukommen. Und auch HSV-Fan hängt Dynamo hier im Nacken. Zur Rennrunde von AC 26623. Ja, entweder täuscht das oder es wird wirklich stärker vom Regen her. Das heißt, wir könnten gleich einen Reifenwechsel sehen, indem die Fahrer alle auf die komplett direkten Regenreifen gehen. Ja, HSV-Fan immer noch hinter Dynamo. Und auch Guti direkt an seinem Teamkollegen dran. Sektor 1, wieder Polski FIFA. Hier mit argen Problemen. So, streamen Sie auf jeden Fall jetzt durch die Fahrfehler von FIFA an ihm dran. Somit gibt es gleich hier ein Überholmanöver. Der HSV kennt das mit dem hinten liegen. Oh, bei uns, das ist aber fies jetzt. Aber ja, recht hast du. So, die erste Zeitstrafe haben wir auch für Harry Kane. 3 Sekunden. Ronaldos, die nächste 3 Sekunden Zeitstrafe.
Sekunden. Ey, sie hält seinen Vorsprung von knapp einer Sekunde. Mama hat immer gesagt, man darf nicht lügen. Richtig, wie war das? Lügen sagt man nicht oder Lügen tut man nicht? Ne, Lügen sagt man nicht, das ist das in dem einen Video, ne? Lügen darf man nicht sagen, genau so rum hast du mich. Ja, okay. VSC ausgelöst durch Polski FIFA. Auch, er hat auch noch eine Zeitstrafe kassiert wegen Kurve abkürzen. Lügen darf man nicht sagen, genau. Ja, dann einfach mal 10 Sekunden Zeitstrafe wegen Abkürzen der Kurve. Ja, kann man mal machen. Muss man allerdings nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es beabsichtigt war, von Polski FIFA die Kurve abzukürzen. Und die nächste 3 Sekunden Strafe für Polski. So, und Olaf hat es zerlegt. Safety Car, die erste Safety Car Phase heute nach 10 Runden oder in Runde 10. Polski FIFA bekommt noch eine Durchfahrstrafe. Nerf, ich wünsche dir eine angenehme Nacht und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Man hört sich auf jeden Fall. Und vielen lieben Dank für deine 100 Bits. Wäre dann nicht nötig gewesen. Einmal Liebe noch für den lieben Nerf. So, auch Leon hat eine Durchfahrstrafe kassiert. Oh, er wechselt aber nochmal auf Intermediates. So, auch FIFA holt sich nochmal einen Satz frische Reifen.
los. Ja, Safety Car Phase nach wie vor. Lampen sind noch an am Safety Car. Wir befinden uns jetzt kurz vor Startziel. Somit wird das Safety Car diese Runde auch noch draußen bleiben. So, Safety Car geht in dieser Runde rein. So, AZ gibt das Tempo an, lässt sich hier auch schon zurückfallen. Ziel darf hier wieder überholt werden. Da hinten Leon vorbei an Rui Diaz und Dynamo hier an Miguel jetzt vorbei. Miguel nochmal mit dem Konterversuch, aber Dynamo bleibt hier davor. Jetzt vielleicht HSV-Fan an Miguel. Oh, hinten Harry Kane geht hier vorbei an Rinaldos. Rinaldos jetzt innen. Ja, kann er nochmal kontern.
Nein, es reicht nicht. Harry Kane bleibt vor Ronaldo, somit beide Ferraris auf 9 und 10. Hallo Jule. So, ja, Polski FIFA, wieder eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Wieder wegen Runde abkürzen. 23 Sekunden hat er nun auf der Uhr als Strafe. Sektor 2 kommt dann. Und FIFA hat wieder 5 Sekunden kassiert wegen Kurve abkürzen. Oh ja, das Spiel erkennt, glaube ich, nicht, dass das nichts mit Kurve abkürzen zu tun hat, wenn man sich wegdreht. Sehr schöne Kulisse im Hintergrund. Also FIFA kommt hier mit der Strecke überhaupt nicht zurecht. Bei dem Wetter zumindest. Ja, ich würde sagen, die Bande hat ihn gestört. Kann ich verstehen. Absolut, gar keine Frage.
Sie hält sich hier auf jeden Fall tapfer auf Position 1. Immer noch. Immer so um die eine Sekunde Vorsprung vor Linus. Linus hat 0,4 Sekunden vor Leclerc. Dynamo mit 0,3 relativ dicht auf jeden Fall auch an Leclerc dran. Generell die Abstände sind wirklich heute sehr dicht. Nicht so groß entfernt voneinander. So, neue schnellste Runde vom HSV-Fan. 1:26.406. Ronaldos hat die Session aufgegeben. HSC. Gut, muss man jetzt gerade nicht verstehen, warum VSC. Hinten. Rui Dias geht in die Box bzw. nimmt seine Durchfahrstrafe in Kauf. Sektor 1, Sektor 2. Trotz hat jetzt gelbe Flagge gewesen. So, und AC 1:26.213, aktuell neue schnellste Rennrunde von ihm. Linus kommt wieder ein Stück näher ran mit 0,5 Sekunden jetzt. Und ja, Polski FIFA ist hier disqualifiziert worden wegen mehrerer Strafen.
Somit haben wir noch 13 Fahrer im Feld, 11 Runden noch zu fahren. Naja, GG. Einen wunderschönen guten Abend dir. Frohes Neues. Frohes Neues, haha. Lass mich. Im P16. Aha, okay, du Polski FIFA. Ja, nicht dein Rennen, würde ich sagen. Zumindest nicht dein Wetter gewesen. So, Leclerc jetzt an Linus dran. 0,3. Sehen wir jetzt hier gleich einen Angriff. Alles schon geil. Das Spiel hat halt die Fahrfehler erkannt als Kurve abkürzen und so. Unglücklich gelaufen auf jeden Fall. Ja, genau das meine ich, haben wir 3x10 Sekunden ohne Grund. So, ja, Leclerc, er kommt nicht wirklich ran an Linus. Und auch so weiter hinten im Feld passiert aktuell erstmal nichts. Diese Abstände sind dann doch relativ groß, was diese für dieses Wetter auf jeden Fall. So, Savi, auch er eine Strafe fürs Kurve abkürzen. Ich bin mir fast auch sicher, dass auch er keine Kurve freiwillig jetzt abgekürzt hat. So, los, jetzt greift doch noch mal an hier. Die letzten 8 Runden sind jetzt hier im Gang. HSV-Fan auf der 6. Naja, das nächste Rennen wird besser.
Das Problem ist leider, man verliert die Kontrolle, Rutsch kommt komplett von der Strecke in Richtung nächste Kurve. Aber innen natürlich dafür gleich eine dicke 10 Sekunden Strafe. Ja, wie gesagt, das ist halt auf jeden Fall sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, ob man da nicht die Möglichkeit hat, sowas zu unterscheiden. Vor allem, du bist ja auch nicht wirklich schneller dadurch jetzt gewesen. Da bestimmten Mittel und Wege, dass man anhand der Zeit, Geschwindigkeit, was weiß ich auch immer, erkennt, dass es kein Kurveabkürzen war. Oh, was war da passiert? Miguel! Ach, wie ärgerlich! Ah, war das ärgerlich. Sehr schade. Miguel hier wirklich auch gut im Rennen gewesen. Was war da passiert? Miguel! So, somit das nächste Safety Car. Leider nur noch 12 Fahrer im Feld. So, Linus holt sich jetzt einen frischen Satz Reifen. Hat aufgehört zu regnen. Ja, Linus, der Erste, der auf die Softs geht. Oh ne, hier ist der. So, also Leclerc, Linus, Dynamo, HSV-Fan, Guti, Hurricane und auch Rui Diaz, alle schon auf Softs gewechselt. Streamen sie vorbei an Marvin, der auch in der Box war. Er wiederum nimmt in der Mädchen jetzt mit. Was ein Scheiß. Ah, richtig ärgerlich auf jeden Fall eben auch für Miguel gewesen. Ja, streamen sie 25 Runden auf den Intermediates, genauso wie Miguel, der nicht mehr dabei ist. AZ, Savi, 27 Runden. AZ holt sich jetzt auch schon einen Satz frische Reifen.
So, AZ auf Platz 6 wieder rausgekommen. Ja, auch Leon jetzt DNF gegangen. Somit nur noch 11 Fahrer im Feld. Bis auf einen Platz kriegt jetzt jeder Punkte. So, Safety Car geht in dieser Runde wieder rein. Die letzten drei Runden jetzt in diesem Rennen. Davi gibt die Geschwindigkeit an. Abstartziel darf wiederholt werden. AC nach seinem Boxenstopp. Auf Platz 6. Savi auf der 1, Linus auf 2, Leclerc auf 3, Dynamo 4, HSV-Fan 5, Udi auf der 7. Ah, wie ärgerlich. Ah, Savi hat sich rausgedreht. Aha, wie ärgerlich. Oh Mensch. So, Linus auf Platz 1, Leclerc auf der 2. Namo auf 3. So, AZ auf Platz 6. Udi und auch HSV-Fan vorbei an ihm. Udi wieder vorbei. Hmm.
Harry Kane hat seinen Teamkollegen geholt. Jetzt im Heck von Dreamsy. Linus neue schnellste Runde mit 1:25.739. Jetzt der Angriff von Harry Kane gegen Dreamsy. Neue schnellste Rennrunde von Rui Diaz und hier der Angriff, ne, doch nicht, nochmal abgeblockt von Marvin gegen Dreamsy. Oh, ey, jetzt kommen jetzt die schnellsten neuen Runden. 1:22.499 von HSV-Fan. Ey, sie gegen Booty. Ja, letzte Runde, Runde 33 von 33. Und AZ geht hier auch noch DNF. Ach, wie ärgerlich ist das denn? Letzte Runde. Da steht er. Ja, schnellste Runde von Dinos. 1:19.872 Sieg. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. HSV Fan Platz 2. Leclerc Platz 3. Dynamo 4. Uti Platz 5. Harry Kane, Platz Nummer 6. Xavi geht hier noch vorbei an Marvin, bringt Xavi aber leider nichts, weil Marvin trotzdem Platz 7 hat. Rui Diaz auf Platz Nummer 8. Xavi durchgereicht auf 9 und Dreamsy wird hier 10. So, auch noch mal ein Dreher von ihm auf Startziel. Ja, meine Lieben, somit sind wir am Ende vom Rennen angekommen. Rennen 21 von 22, nächste Woche Sonntag, ist nochmal Japan. Und damit ist dann, und dann ist auch die Saison zu Ende. Dann sind 2 Wochen Pause, beziehungsweise eine Woche noch dazwischen.
Ja, und dann geht es mit der neuen Saison weiter, allerdings nicht mehr bei mir. Da das sozusagen mein vorletztes Rennen heute auch für die Racing League eSport ist. Gut, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Einschalten. Vielen lieben Dank für euren Support, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.